Selbstwirksamkeit ist das Erleben, was das Gegenteil von Ohnmacht darstellt. Selbstwirksamkeit bedeutet, dass wir beispielsweise bemerken können, da ist eine autonome Reaktion und ich mache etwas damit. Also Selbstwirksamkeit bedeutet nicht, ich werde nie wieder eine autonome Reaktion haben, sondern Selbstwirksamkeit bedeutet, mit dem, was da ist, kann ich was machen. Ich bin dem nicht ohnmächtig ausgeliefert. Ja? Also das ist das, was ich uns so sehr wünsche für die individuelle und kollektive Ausrichtung im kommenden Jahr, dass wir aus Ohnmachtsgefühlen herausfinden und dass uns bewusst wird, dass wir dafür bei uns selbst anfangen dürfen und mit der Erwärmung unseres Herzens für uns selbst in eine Kraft finden können, die Wirkung entfalten kann. Wenn uns das gelingt, uns selbst zuzuwenden, dann werden wir es leichter haben, das, was uns schon lange begleitet, endlich und nachhaltig zu verändern. Es gibt dafür kein Pauschalrezept, es gibt keinen Knopf, es gibt viele, viele tolle Methoden, aber es gibt meiner Erkenntnis aus jahrelanger Forschung keine Methode, die es möglich macht, autonome, gut installierte, sehr tief geprägte Überlebensreaktionen wegzuschnicken, ohne dann von einem alten Schmerz überwältigt zu werden. Ja, deswegen ist es so sinnvoll, Selbstwirksamkeit zu etablieren. Dafür habe ich jetzt einiges gesagt, was wir tun können. Und ich möchte gerne, bevor wir dann in eine schöne meditative Ausrichtung gehen können, noch eine Inspiration dazu hinzufügen. Also, wenn wir uns bewusst werden über die autonomen Reaktionen, wenn wir uns bewusst werden über diesen Schmerz, der eigentlich dahinter steht, wenn wir unser Herz dafür öffnen, uns dem zuzuwenden, dann kann eine Frage ganz, ganz hilfreich sein im Alltag, weil das, was ich gerade sage, sind ja riesen Aufgaben. Und eine Frage, die im Alltag helfen kann, ist die, dass wir uns fragen, welches Bedürfnis, was damals, als der Schmerz entstanden ist, nicht erfüllt wurde, kann ich heute noch in mir spüren. Also welches Bedürfnis ist mit dem alten Schmerz verknüpft? Welches tiefe, echte Bedürfnis ist gekoppelt an dieses uralte Erleben? Und ich habe vorhin im Chat gesehen, da waren ganz große Worte wie Todesangst, die Angst vor ganz großen, schrecklichen, tiefen Gefühlen, die Angst, verlassen zu werden und so weiter. Und wenn wir dann fragen, welches Bedürfnis wurde damals nicht erfüllt, kommen wir noch ein Stück näher an das, was wir für uns selbst tun können. Vielleicht kommt dir auch da etwas in den Sinn. Ich sehe schon, es kommen ein paar Worte in den Chat. Zugehörigkeit. Vielleicht ist es das uralte Bedürfnis nach Gesehenwerden, nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach Halt, nach Anerkennung, nach Verbundenheit. Das Bedürfnis nach Schutz. Gesehen werden, ja. Das Bedürfnis, beschützt zu werden, verstanden zu werden, unterstützt zu werden. Der Wunsch auch nach einem Gespräch, um mich zu entschuldigen, also der Wunsch nach Kontakt, nach Ausgleich, nach Verbindung, das Bedürfnis, sich geliebt zu fühlen, gehalten zu werden, nach Liebe, Berechtigung zu haben, das Bedürfnis nach Autonomie. Das sind alles so wichtige Bedürfnisse. Das Bedürfnis nach Trost. Da sein zu dürfen. Nähe. Die Bedürfnisse als Baby. Und auch hier ist wichtig zu atmen, wenn man sich dem zuwendet, wenn man das sich erlaubt zu spüren, mitzufühlen, hier zu lesen. Da kommt so viel Menschsein zum Ausdruck, so urmenschliches Verletzlichsein. Also, wenn
wir uns im Alltag immer mal wieder fragen können, welches Bedürfnis ist in dieser Situation, wo ich so autonom, automatisch reagiert habe, in meinem Innern wieder berührt worden? Und welche Unerfülltheit ist hier berührt worden? Und was kann ich für mich tun, um etwas Linderung zu bringen? Vielleicht auch nur das zu bezeugen, mich selbst zu bezeugen, mir selbst zu sagen, ich sehe mich. Ich sehe das Kind von damals. Ich sehe mich als jemanden, der gerade total gestresst wurde. Mit Wohlwollen, mit Güte vielleicht, mit der Weisheit von heute, die ich heute habe, weil ich bin ja ganz woanders als damals. Und selbst wenn ich noch autonom reagiere, bin ich vielleicht trotzdem auf einer anderen Ebene schon mit etwas Weisheit gesegnet. Und mit Güte und Wohlwollen. Also etwas, womit wir uns im Hier und Jetzt Sicherheit geben können, ist, wenn wir anerkennen, was für Bedürfnisse da sind, unser Herz dafür erwärmen und wenn wir uns dann selbst sagen können, ich sehe dich. Das ist sozusagen, wenn man es so will, sowas wie ein Zauberwort, eine Zauberformel. Ich sehe dich wohlwollend, mit Güte, mit Weisheit. In diesem Satz steckt Sicherheit, in diesem Satz steckt Verbundenheit, in diesem Satz steckt ja, eine Akzeptanz, nichts zu wollen. Ich sehe dich, ich sehe mich selbst einfach mit diesen Bedürfnissen. Und in diesem Satz, da steckt auch die Kraft der Integration.